Hallo zusammen, iZocker hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Tiefenheim, Reich der Erde, anzunehmen bei Svall, im Marschstrom an dieser Position. Man ist durch die Vorquest hingekommen, in WoW Retail war es die Quest der Marschstrom, anzunehmen in Sturmwind auf Allianz-Seite. Was ist euer Wort? Und wir dürfen jetzt auf diesen Wyvern springen. Als Allianzler. Okay. Ich hoffe, ihr habt einen starken Warum auch nicht? Das Reisen durch die Bresche ist nichts für schwache Nerven. Mal gespannt, was jetzt passiert. Wir sind im Zentrum des Mahlstroms, dem Riss zwischen Tiefenheim und Azeroth. Seht, wie er diese Welt buchstäblich auseinanderreißt. Ich kann nicht die Kamera drehen. Hallo? Die anderen ihn aufhalten, damit wir ihn reparieren können. Es geht los. Haltet euch fest. Uh-oh. Tiefenheim. World of Warcraft Kataklysm. Ihr habt es geschafft. Gut. Und das Wasser ist weg. Der Tempel der Erde. Das wichtigste Gebäude in Tiefenheim. Hier gab es früher einen von den Titanen gefertigten Stein. Die Weltensäule. Ein verdienter Name. Denn sie trug das Gewicht aller elementaren und magnetischen Kräfte Tiefenheims. Sie zersplitterte, als Todesschwinge durch den Dom darüber brach und den Riss zwischen den beiden Welten schuf. Ganz Tiefenheim wird nach Azeroth stürzen, wenn wir die Weltensäule nicht wieder zusammensetzen. Mach mal! Das erste Fragment hätte uns von einem Schiff der Horde geliefert werden sollen. Der Sturmfuror. Es kam nie an. Wir haben die Kontrolle über den Tempel übernommen und halten so viel Schaden zurück wie möglich. Geht hinein und sprecht mit Marut. Er hat das Sagen. Wir zählen alle auf euch. Okay. Ah, da ist er auch schon. How? Quest ist abzugeben bei Marut Steinbinder in Tiefenheim. An dieser Stelle im Gebäude drin. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Und in den Kommentaren gibt es den Link zu meinem Twitch-Kanal, könnt ihr gerne vorbeischauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao!